Alles klar, Bibelklar. Alles klar, Bibelklar. Und dann wird er auch denen zur Linken sagen, gehet hinweg von mir, fort mit euch, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Ihr kommt an den gleichen Platz, ihr habt das gleiche Schicksal, erwählt aus eurer eigensten Verantwortung. Und nun seid Teilhaber dessen, was der Teufel verdient hat. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ein unabänderlich sichere Grundlage des Gerichtes, das sind die Archive von unverwüstlichen Büchern, wo die Einträge stehen, ja, wie böse wart ihr Zeit eures Erdenlebens? Was habt ihr alles angestellt? Es steht sozusagen schwarz auf weiß. Es steht eingraviert in der Unabänderlichkeit der Wahrheit. Solche Herzensmotive hattet ihr, solche Abirrung, solche Gemeinheiten. Ja, das ist aber alles detailliert aufgezeichnet. Kein I-Pünktchen wird davon auch weggelassen werden. Es wird Zeugenschaft, Wahrhaftigkeit, es wird archivierte Dokument, das Dokument des Himmels, es wird aufgezeigt werden. Und da sind sie vor dem Thron Gottes. Und jetzt diese Vorstellung, wie um alles in der Welt stehen da die Scharen und Scharen und Unmengen von Personen in der Betroffenheit ihres persönlichen Dokumentes. Hier steht mein Leben. Hier, ich stehe nicht im Buch des Lebens. Was jetzt? Und da komme ich auf diese Gefühle zu sprechen, die beschrieben werden in einer erstaunlichen Art und Weise dort von dem armen Lazarus und dem Reichen. Der Reiche macht seine Augen in der Hölle auf, leidet Pein. Und dann kommt dieser Reiche aber doch zu diesem Realerwachen von dem, was sich nun mit ihm ereignet. Also das ist nicht nur so eine Fiktion, so eine Vorstellungswelt, und in Wirklichkeit sind wir in irgendeinem Nirvana, in einem Nichts verschwunden. Nein, die Person, die in die Hölle kommt, sie ist eine real wissende, begreifende Person, die da vor dem Thron Gottes Beben und Zittern erfährt, wie die da schreien, o Berge, fallet über uns und bedecket uns vor dem großen Zorn Gottes. Ja, das wird so eine Realität, wie hier auch bei diesem Mann, der ja tatsächlich noch ziemlich positiv auftritt, denn er sagt, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus. Denn er sieht den Lazarus, er sieht den armen Bettler in Abrahams Schoß. Man stelle sich die Realität vor. Sie können nicht einer zum anderen, da ist eine große Kluft, unüberwindbar. Aber der in der Hölle, in der Verdammnis schmorende reiche Mann, er sieht den getrösteten, fröhlich jauchzenden armen Bettler dort in Abrahams Schoß. Was für ein Eindruck! Was für ein Eindruck! Wenn die Sünder sehen, wie die Heiligen, die ja von ihnen so verachtet und verfolgt und geschmäht und vielleicht umgebracht worden sind, wenn sie die sehen werden in Jesu Schoß,
getröstet, voller Herrlichkeit. Und sie selber leiden Pein und sie sagen, schick ihn doch den Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und dann, die Bitte ist da, die Bitte, die er zu Lebzeiten, wenn er sie begriffen und geäußert hätte, eine Erfüllung hätte finden können in seiner Bekehrung. Aber nun muss ihn Abraham eindeutig abweisen. Nein, das geht nicht. Kein bisschen Linderung deiner Qual. Und so hat er noch einen Einwand an Abraham. So bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also den armen Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. Ist das nicht eigentlich vorzüglich? Der ist so edel gesinnt, dass er jetzt nicht nur an sich denkt und seine Linderung haben möchte, sondern auch so weit seine Brüder lieb hat. Bitte, schick den Lazarus von den Toten auferstehend, schick ihn doch zu meinen Brüdern, dass sie sich bekehren möchten. So real wird diese Wahrheit sein. Ich weiß noch alles von der Erdenzeit. Ich weiß alle Umstände. Ich weiß, wie viele Brüder ich habe. Ich weiß, was die alles treiben und wie die leben. Und ich weiß, was ich gelebt habe. Und da kommt ihm wieder, dass er die Enttäuschung einer Fehlbitte. Wisst ihr, das zu begreifen, wie diese unvorstellbaren Myriaden von Menschen dastehen werden und womöglich vergleichbare Bitten an Jesus Christus herausschreien, herausflehen werden. Bitte erbarme dich von diesem oder jenem und guck her, was habe ich angerichtet, aber bitte sei da gnädig oder sonst wie. Und der normalerweise zu Erdenlebzeiten immer mitleidig und liebevolle Heiland dieser Welt. Er wird diesen ganzen Geflehe und Gebettel und Gebittel eine knallharte Absage geben. Nein, ihr hattet Zeit, euch zu mir zu wenden. Ihr habt sie nicht genutzt. Ihr seid getreten in eurem Fußspuren der Bosheit, der Sünde. Euer Leben, die Bücher geben Zeugnis von dem, wie ihr seid. Ihr seid böse. Und jetzt könnt ihr wimmern und jammern und klagen. Jetzt gibt es aber von meiner Seite keinerlei Zugeständnis. Und dann gehen alle diese Hölleninsassen, sie gehen in den zweiten Tod, mit dem Bewusstsein, ich habe es selber lesen können, nachlesen, die Urkunde, meine eigene Todesurkunde, meine Verdammnisurkunde ist fest versiegelt und fest aufbewahrt bei Gott unabänderlich und ich bin selber schuld. Ich habe es mir selber zugefügt. Diese schreckliche Verurteilung, diesen Tod habe ich mir selber verdient. Ich habe mir die Hölle redlich erworben. Was für ein Selbstverdammnis. Hätte ich doch anders gelebt, hätte ich doch Gott um Gnade angefleht, hätte ich mich doch bekehrt. Warum habe ich nicht gehört? Oh, ist das zu fassen? Wie dumm konnte ich sein? Wie böse war ich doch gewesen? Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Allein dieser Schmerz, unsagbar, aber real, wie die realen Empfindungen hier von einem reichen Lazarus in seiner Feuerspein.